Ja, grüß euch Leute. Habt ihr auch einige Reststücke an Laminat bei euch herumliegen? In diesem Video zeige ich, was man alles Tolles damit bauen kann. Nach dem Intro geht's auch schon los. Ja, servus und willkommen bei Let's Push. Ich bin der Karen und das Ding ist, ich war letztens im Keller bei mir und habe zufällig die Reststücke an Laminat gesehen, was ich vor Jahren einmal verlegt habe. Und habe die geniale Idee gehabt, was man damit bauen kann. Es wird jetzt aber wieder so ein Video werden, wo ich nicht so viel herum jetzt erzählen werde. Ich fange einfach mal an zu bauen. Eventuell, dass ich zwischendurch oder zum Schluss dann einiges dazu sage, wieso ich was gemacht habe. Also meine Gedankengänge, damit das Ganze auch für euch nachvollziehbar ist. Wie immer, lange Rede, kurzer Sinn. Let's go! So Leute, kurzer Zwischenstand, das Ganze soll ja die Rückplatte werden. Der Grund, warum ich jetzt auf der Rückseite hier diese zwei Fräsungen reingemacht habe und die Holzplatte da reingeklebt habe, ist, damit das Ganze mehr oder weniger stabilisiert. Das heißt, von hinten ist das etwas eine stärkere, ist ein Hartholz. Klebe ich das jetzt rein, ich habe es mittlerweile auch reingepresst. Das lasse ich jetzt einmal noch trocknen. Wenn das Ganze fertig getrocknet hat, dient das eben dem Zweck, dass er die ganze Rückplatte ein wenig stabilisiert. Ihr habt es gesehen, das sind vier einzelne Leisten von einem Laminatboden. Verbindungen habe ich auch geklebt, allerdings kann das Ganze ja wegbrechen, wenn ich es einmal blöd erwische. Deshalb eben die Lösung, dass ich das von hinten stabilisiere. So, ich lasse das jetzt einmal trocknen und wir können uns einmal dem eigentlichen Projekt uns zuwidmen. Bevor ich jetzt anfange von meinem zweiten Laminat, was ja die Berge darstellen soll, die richtigen Maße abzusägen, will ich noch eines machen. Ihr habt ja beim Laminat so eine Steckverbindung, das heißt Nut und Feder, damit man zwei Stücke miteinander verbinden kann. Das brauche ich in diesem Fall nicht, das heißt, ich werde beidseitig das Ganze abkürzen. Das mache ich jetzt bei allen, die ich habe. Und dann in der Zwischenzeit hoffe ich auch, dass meine Rückplatte trocken ist, weil ich muss ja dort anlegen und mir dann die richtige Länge quasi entscheiden, wie ich es gern hätte. So machen wir das. Los geht's. Mal trocken. Eines ist mir jetzt nur aufgefallen, dadurch, dass jetzt auf zwei Seiten die Leisten dahinter sind, lässt sich, ich weiß nicht, ob ihr das seht, lässt sich das Ganze ein wenig biegen. Stört mich aber nicht, das Ganze kommt ja zum Schluss noch in einen Rahmen rein, wo es seine fixe Position hat. Außerdem, dadurch, dass ich jetzt die Berge dann da drauf kleben werde, versteift sich das Ganze dann sowieso ein wenig. Somit alles gut, alles geplant, dabei noch kein Push. Ich kann im Prinzip jetzt auch schon anfangen, mir auszurichten, wie die Berge dann hier sein sollen. Das mache ich jetzt einmal auf die Schnelle und dann können wir schon zuschneiden. So Leute, ich habe mich jetzt für diese Form entschieden, die ist jetzt auch endgültig, ich habe ja das Ganze zugeschnitten. So schaut es jetzt aus, aber so von der Seite sieht das schon mal sehr gut aus.
So, das Ding ist, ich will sie ja von innen mit LED-Streifen beleuchtet haben und das auf beiden Bergen. Das heißt, bevor ich das Ganze jetzt hier draufpicken kann, werde ich hier überall Fräsungen reinmachen, und zwar so um die 3 cm tief, dass das von innen LED-Streifen verlaufen kann. Nachher, wenn ich dann die Fräsungen drin habe, werde ich das ankleben. Ich werde es einmal mit einem Holzleim probieren. Ich bin mir nicht sicher, ob es klappt, aber wir werden sehen. So, genug der Worte. Ich fange einfach mal an zu fräsen. Dann sehen wir weiter. So Leute, im Prinzip bin ich mehr oder weniger fertig mit dem Ganzen. Es steht einmal, LEDs habe ich eingebaut, habt ihr gesehen. Ich habe auf der Seite hier auch noch ein Loch gemacht, wo das Kabel von der Seite reinkommt. So, ihr wartet wahrscheinlich die ganze Zeit drauf, das Ganze beleuchtet zu sehen. Deshalb lasse ich euch jetzt nicht länger warten. So schaut das Ganze beleuchtet aus. Schaut schon im hellen Zustand, finde ich extrem geil aus. Ich weiß nicht, wie es im Video rüberkommt, aber das Ding ist wirklich extrem gut geworden. Ich schalte jetzt auch noch kurz das Licht aus und schaut euch das an, wie es im Dunkeln ausschaut. Sieht man mich jetzt überhaupt? Ja, mich sieht man jetzt nicht so, aber egal. Oh, jetzt ist der Autofokus da. Im Dunkeln schaut das Ganze wirklich extrem genial aus, wenn es irgendwo jetzt an der Wand hängen wird. Ich bin noch am Überlegen, wo ich das Ganze hinhängen werde. Ich befürchte, ich habe das Ganze ein bisschen zu groß gemacht. Meine Maße sind 1,40 m mal 80 m. Wie ich auf diese Maße gekommen bin, keine Ahnung, das hat sich so ergeben. Die Laminatleisten, die langen, die habe ich einfach die Länge so gelassen, wie sie ist. Und habe dann 4 Stück einfach zusammengeleimt. Das hat dann quasi mein Außenmaß ergeben. Ich schalte mal kurz das Licht ein. Also wenn ihr auch noch Reststücke daheim habt, packt es dir aus, wirklich einfach zu machen und schaut mega geil aus. Jeder, der das sieht, der wird begeistert sein und wird auch so eins haben wollen. Ich hoffe, ich habe auch nichts vergessen zu erwähnen, was ich da jetzt alles gemacht habe. Ich glaube, bei der Rückplatte habe ich alles erklärt, auch warum ich diese 2 Leisten hinten angepickt gehabt habe. Die sollten die Rückplatte ein wenig stabilisieren, dass das Ganze einen Halt hat. Die Laminatleisten sind nur mit Holzleim jetzt aufeinander gepickt. Was ich noch gemacht habe, vielleicht habt ihr es der eine oder andere gesehen, auf der Rückseite bin ich mit dem Cuttermesser noch einige Male drüber gegangen und habe es quasi aufgeraut, dass der Holzleim einen besseren Halt hat. Auch die Fräsungen hier habt ihr gesehen, wofür die sind, ist eh klar, dass die LED-Strips da ihren Platz haben. Jetzt ist das Ding, ich habe bei denen hier Wasser 12 mm Laminatboden, sollte jetzt hier dünnerer haben.
Ist auch kein Problem, dann biegt ihr euch hinten dran einfach dünne Leisten von 5-6 mm noch zusätzlich dazu und dann habt ihr auch noch eine quasi eine Vertiefung und könnt dahinter dann die LED-Leisten biegen. Ja, Leute, im Großen und Ganzen war's das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer freue ich mich auf eure Kommentare. Was sagt ihr zu dem Ganzen? Würdet ihr anders machen? Schreibt mir das alles unten rein. Ich weiß, ich wiederhole mich in jedem Video. Aber das Ding ist, ich rede ja nicht nur für meine Abonnenten, die meine Videos regelmäßig schauen, sondern auch, wenn jemand neu auf dieses Video gekommen ist und noch nie ein Video von mir gesehen hat. Schaut in meinen Kanal rein, da sind wirklich extrem coole und schöne Projekte drin. Wird sicher das ein oder andere auch für dich dabei sein. Wenn dir das gefällt, was ich mache, wie ich es mache oder dir generell Heimwerker-Videos gefallen, dann abonniere mich, aktiviere die Glocke, dann wirst du in Zukunft keines meiner Videos mehr verpassen. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit sind noch einige coole Projekte geplant, also auf jeden Fall dranbleiben. Leute, wie immer, danke fürs Zusehen, bis die Tage. Ciao, ciao.